Hallo, liebe Freunde des guten und des besonderen Bieres. Ich bin's wieder, euer Biertester. Und heute am 2. August habe ich mich ins Studio gewagt. Nur für euch. Wir haben nämlich was Besonderes. Es geht heute nämlich los in Wacken. Es wird hart. Es wird vielleicht auch heiß. Und es wird eine lange Nacht für euch. Ich bin mir sicher. Insbesondere, wenn ihr euch an dem hier ergötzt. Und ergötzt ist hier das richtige Wort. Der Walkürenschluck von der Wacken Brauerei. Beer of the Gods. Walkürenschluck. Nordic Strong Ale. Das klingt schon mal alles ganz nett. Wacken Brauerei GmbH, 7,8% voll. So viel zu den Daten. Obergierigkeit gehopft, handgemacht. Aha. Das Etikett ist der Hammer. Das gefällt mir richtig gut. Ich versuche es mal so ein bisschen hinzuhalten. Vielleicht sieht man es ja, aber es ist bestimmt auch noch ein Bild da irgendwo vorhanden. Das sieht richtig, richtig schick aus. So, was steht hinten drauf? Gemäß der nordischen Mythologie sammeln die Walküren die gefallenen Krieger vom Schlachtfeld und bringen sie nach Valhalla, okay, bis dann da gekämpft und gesoffen wird, bis nach Ragnarök. Ich bin ja schon begeistert, wenn es bis zum Morgengrauen schafft. Also, ne, Vorsicht. Das hier ist nämlich nicht ganz ohne. Kalt gehopft, 20 Grad Plato. Summit und Cascade als Hopfensorten. Süß, stark, natürlich. Wie der belebende Kuss einer Walküre. Jo. Jo, doch. Skoll steht noch drauf. Wollen wir es doch direkt mal angehen hier. Ups. Malzig, süßlich. Malzig, süßlich. Malzig, süßlich. Malzig, süßlich. So, wollen wir mal gucken, was denn drin ist in der Flasche. Ja, unfiltriert, das gefällt mir schon mal gut. Oh, und schönes Aroma. Also, wenn ihr euch das da heute Abend gönnt, bei Danzig, Judas Priest oder ich glaube Hatebreed spielt noch, nehmt euch auf jeden Fall, wenn nicht ein Glas, ein Becher mit, weil das ist eigentlich, was man hier genießen müsste. Ja, vielleicht sitzt ihr auch abends noch ums Lagerfeuer. Ich hoffe, euer Zelt brennt nicht ab. Das ist aber auf jeden Fall was, was man in Ruhe trinken sollte. Also aus der Flasche ist zu schade, sage ich ganz ehrlich, aber das geht bestimmt auch. Würde ich aber nicht unbedingt tun. So, der Schaum hält sich nämlich auch sehr gut. Das scheint ein ordentlich, handwerkliches, sehr ordentliches Bier zu sein. Ja, es ist auch nicht sehr hopfig. Zumindest nicht im Näschen. So, gucken wir mal. Also in allem erstmal auf jeden Fall ein kräftiges Bier. Das ist völlig außer Frage, weil so viel Stammwürze und auch beim Alkoholgehalt hätte ich das jetzt auch nicht anders erwartet. Geschmack. Malzig, eine Nuance bitter im Antrunk und kräftig herb im Abgang. Lässt sich gut trinken an heißen Tagen. Es war ein dunkles Bier, aber das wird sich gut trinken lassen heute. Oder auch morgen. Auch noch, man sollte es allerdings nicht allzu warm trinken. Also jetzt nicht unbedingt in die Sonne legen, sondern schon ein bisschen, zumindest ein bisschen ankühlen. Auch nicht ganz kalt, so ein Ale sollte man nicht ganz kalt trinken, aber so ein bisschen gekühlt sein will der Walkürenschluck hier schon. Puh. Ja, doch, also deutlich herb. Deutlich herb, fast schon eine Nuance bitter im Abtrunk vor allem. Auf meiner Skala von 1 bis 10.
Flasche ist richtig gut. Also die gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Die ist klasse. Ja, das Etikett ist super. Hinten noch dieser kleine Schwenk hinten drauf. Ja, wenn man sich dafür interessiert, man lernt auch noch ein bisschen was dabei. Ist halt immer noch so eine kleine Side-Story. Ganz nett. Das Bier selber, solide. Jetzt aber auch nichts, was mich total umhaut. Jetzt, wenn ihr in Wacken seid und wollt das da so mitnehmen als auch besonderes Gimmick, macht das ruhig. Es ist auf jeden Fall ein schönes Souvenir, einfach weil die Flasche was richtig hergibt. Das Bier selber ist solide. Ja? Von daher würde ich sagen, auf meiner Skala von 1 bis 10, eine gute, wirklich gute 6. 6, ja, 6, weil die Flasche, es kratzt an der 7, aber nee, dafür ist das Bier nicht genug der Burner. Es ist gut, aber es ist einfach jetzt nicht so besonders. Wenn euch gefallen hat, was ich heute gemacht habe, erzählt allen davon. Heute auf dem Festival habt ihr ja nur reichlich Gelegenheit, ihr werdet reichlich Leute treffen. Sag mal hier, der Typ da, ne, der macht ja das mit dem Bier und guckt euch das mal an, zeigt es den anderen. Ich freue mich wieder, wenn ihr mit mir wieder Bier trinkt beim nächsten Mal. Vielleicht schon morgen, sehr sicher wahrscheinlich schon morgen, weil die Wacken Brauerei macht noch mehr. Bis dahin, euer Biertester.